Ich bin Sarah Julia Schmalfeld, habe bei der IHK meine Restaurantmeisterprüfung gemacht und habe dann direkt nach der Prüfung die Neueröffnung eines Restaurants in Grömitz gemanagt. Bin jetzt zurückgekehrt in meinen Ausbildungsbetrieb und ab Oktober starte ich auf der AIDA als Restaurantmanagerin durch. Ja, ich habe vorher eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau gemacht und war dann auch wieder angestellt in meinem Ausbildungsbetrieb. Und noch vorher habe ich ein Redaktionsvolontariat bei der Heiligenhafener Post gemacht. Und da ich auch schon als Prüferin bei der IHK tätig war, wollte ich mein Wissen einfach noch vertiefen. Ich habe mich für den IHK-geprüften Restaurantmeister entschieden. Das Angebot fand ich ganz gut, weil die Karl-Friedrich-von-Rumohr-Hotelfachschule da so ein Rundumpaket angeboten hat. Das heißt, man geht ein Jahr da zur Schule und hat am Ende diese Prüfung und dann das Zertifikat in der Tasche. Und so fand ich halt die Konzentration sehr gut gebündelt auf das Lernen. Ja, besonders die Zeit einfach, dass es in einem Jahr gegessen war und dass man jetzt nicht irgendwie über 3 Jahre oder so sich da dahinter klemmen musste. So konnte ich die Motivation über diese ganze Schulzeit gut aufrechterhalten. Und es war halt auch eine Mischung aus Praxis und Theorie und gerade das ist mir gut bekommen oder hat mir gut gefallen. Ja, ich habe im August 2014 angefangen und im Juni 2015 hatte ich meine Meisterprüfung. Während dieser Zeit wurden betriebsorganisatorische, wirtschaftliche, technologische Aspekte, aber auch Personalführung vermittelt. Die Ausbildereignungsprüfung war Inhalt dieser Weiterbildung und natürlich war das Highlight immer der praktische Unterricht, in dem viel flambiert, trangiert, probiert wurde und so war das halt ein rundum gutes Paket, wo alles gut vermittelt wurde. Nein, ich habe das nie bereut, das war für mich genau der richtige Weg. Eben weil das diese intensive Phase war. Ich habe da viel über mich gelernt, viel über andere gelernt und bin, denke ich, auch einen großen Schritt weitergekommen. Ich denke, ein Studium wäre für mich nicht besser gewesen, da der zeitliche Aufwand da einfach viel höher gewesen war und ich vorher schon im Berufsleben stand und dieses eine Jahr für mich jetzt genau die richtige Zeit war, um was Neues zu lernen, um mich weiterzuentwickeln. Und wenn ich jetzt überlege, ein 3-jähriges oder 5-jähriges Studium, wäre das für mich, denke ich, nicht der richtige Weg, um die Motivation auch über diesen ganzen Zeitraum so aufrechtzuerhalten. Auf jeden Fall bis, weil das ist natürlich auch immer eine Frage von Konzentration und Ehrgeiz, dass man diesen Weg durchsteht. Auf einmal sitzt man wieder auf der Schulbank, obwohl man vielleicht vorher schon fest im Berufsleben gestanden hatte. Aber auch Verständnis und Offenheit für andere, denn zum Beispiel wurde der Unterricht teilweise mit Köchen, Restaurantfachleuten, Hotelfachleuten zusammengelegt. Und da ist vielleicht auch mal ein Themeninhalt gewesen, der mich selbst jetzt gar nicht betroffen hat, aber der trotzdem dazugehörte, damit die anderen ihren Lehrplan schaffen. Und Ehrgeiz, Wissensdurst, damit ist man, glaube ich, ganz gut aufgestellt.